Marktpreistheorie und Marktgleichgewicht. Wir sind jetzt bei den wirtschaftlichen Anwendungsgebieten und haben die linearen Funktionen. Eine Band verkauft besondere Fanshirts gemäß der Angebotsfunktion PA von x gleich 4x plus 10. Aber sagen wir mal, ganz viele Bands verkaufen so eine Fanshirts und das ist jetzt nur eine von diesen Bands. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Polypolmarkt, das heißt viele Anbieter und ganz viele Nachfrager. Dann hat man ja ein Polypol, Poly steht ja für viel. Und diese eine Band ist nur eine von ganz vielen Anbietern, die diese Fanshirts verkaufen. So, und das Angebot, also so, was sie halt eben entsprechend für eine Menge zu gewissen Preisen anbieten, das folgt dieser Angebotsfunktion hier. Und die Kunden auf der anderen Seite, die sich für diese Fanshirts entscheiden, deren Konsumentscheidung, die ja, kann man hier abbilden oder denen folgt quasi diese Funktion PNX mit minus 0,5x plus 40. Hier noch ein Hinweis, eine Mengeneinheit von x entspricht einer realen Verkaufsmenge von 100 Stück. Die Preise P werden in Euro pro Stück angegeben. Bedeutet also, ich möchte erstmal hier mit Mengeneinheiten arbeiten, um die Zahlen nicht so groß zu machen. Und erst am Ende, wenn ich Ergebnisse habe, dann rechne ich von Mengeneinheiten auf Stück hoch, bekomme dann hohe Werte, aber eben auch realistische Werte. Und solange ich das nicht machen muss, kann ich eben schön mit diesen niedrigen Werten arbeiten. Auch im Koordinatensystem hat man dann niedrigere Werte. Das macht einfach ein bisschen mehr Sinn. So, die Preise werden hier in P in Euro pro Stück angegeben. Auch das ist nochmal wichtig gleich für das Skizzieren bzw. für die Beschriftung der Achsen. So, wir sollen ein Koordinatensystem anlegen, beide Funktionen reinzeichnen und die wichtigsten Punkte grafisch deutlich machen und Begriffe klären, also eine Menge zu tun. Ja, das ist unsere Grafik hier zu diesen beiden Funktionsgleichungen. Wir sehen, die Angebotsfunktion hat ja eine positive Steigung, startet bei plus 10, das ist der y-Achsenabschnitt. Diesen y-Achsenabschnitt nennt man Mindestangebotspreis. Das ist also der Preis, der gerade so noch dazu führt, dass kein Anbieter hier bereit ist, seine Ware anzubieten. Steigt der Preis nur ein bisschen höher, der Marktpreis, dann sind die Anbieter da, erst wenige, dann mehr. Steigt der Preis noch weiter, immer mehr Anbieter. Je höher der Preis, desto mehr Anbieter wollen ihre Ware verkaufen. So, das ist der Mindestangebotspreis hier. Mehr ist zu dieser Angebotskurve hier, zu diesem Angebotsgrafen nicht zu sagen, zu der Nachfrage. Funktion kann man ein bisschen mehr sagen zu diesem Graphen hier, denn der fällt ja von links oben nach rechts unten, hat eine Steigung von minus 0,5, können wir gut erkennen, 10 Einheiten zur Seite, 5 nach unten, 10 Einheiten zur Seite, warte Moment, 10 Einheiten zur Seite, 5 nach unten, 10 Einheiten zur Seite, 5 nach unten, das ist die Steigung und dann bei plus 40 geht's los. Dieser y-Achsenabschnitt wird auch Höchstpreis oder Prohibitivpreis genannt, deswegen PH. Als Abkürzung. Man sagt auch Höchstnachfragepreis, weil es gibt, so wie es hier einen Mindestpreis gibt, auch einen Höchstpreis, aber in einem anderen Kontext wird er benutzt. Und damit man hier nicht durcheinander kommt, sagt man Mindestangebotspreis und hier Höchstnachfragepreis oder Prohibitivpreis. Gut, diese beiden Funktionen. Achso, nee, ganz kurz noch zu der Nachfragefunktion. Die hat hier unten noch die Sättigungsmenge. Das ist also die Nullstelle dieser Funktion. Da ist die Nachfrage gesättigt. Es kommen keine weiteren Einheiten dazu der Nachfrage, selbst wenn es das Gut für 0 Euro pro Stück gibt, also geschenkt. So, diese beiden Funktionsgraphen, die schneiden sich ja hier. Da entsteht ein Gleichgewichtspunkt. Dieser Gleichgewichtspunkt bildet zwei Koordinaten, nämlich einmal xg und einmal pg. XG ist die Gleichgewichtsmenge und PG ist der Gleichgewichtspreis. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn das ist der einzige Punkt, wo die Nachfragemenge der Angebotsmenge entspricht bei einem bestimmten Preis. Bei keinem anderen Preis ist das der Fall. Liegt der Preis drüber, ist die Nachfragemenge kleiner als die Angebotsmenge, logischerweise. Liegt der Preis drunter, sind die Anbieter schüchtern, die wollen nicht verkaufen und die Nachfrager wollen gerne sehr viel kaufen. Also würde immer die Menge, egal wo der Preis liegt, unterschiedlich sein zwischen Nachfrage und Angebotsmenge. Nur eben bei diesem Gleichgewichtspreis ist die Angebotsmenge gleich der Nachfragemenge. Und man sagt dann, ja super, die Nachfrager kommen, sagen wir mal 100 Nachfrager kommen und möchten gerne gut kaufen. Und zu dem Preis kommen auch 100 Anbieter und wollen ihre Ware verkaufen. Ja, dann tauschen die einfach nur Ware gegen Geld und alle sind glücklich. Und man nennt das dann Markträumung. Meistens ist es der Punkt, wo das Handelsvolumen, also die komplette Menge, die dort gehandelt wird, auch in Euro, optimal ist.
Ne? Zu keinem anderen Konstellation gibt es ein höheres Handelsvolumen als in diesem Punkt. Normalerweise. Ich habe auch schon andere Fälle gesehen und ausgerechnet, aber das kann man sich grob so merken. Gut, jetzt wollen wir ein bisschen was klären, nämlich nochmal der Höchstpreis. Das ist jetzt hier was zum Abschreiben. Bei diesem Preis erlischt gerade so die Nachfrage. Es wird also bei diesem Preis gerade so nicht mehr nachgefragt. Das ist jetzt ein bisschen klein hier. Der Prohibitivpreis war ja der Y-Achsenabschnitt der roten Nachfragefunktion. Das ist also gerade so zu hoch der Preis. Sinkt der Preis ein bisschen unter diese Marke, ne? In diesem Fall wäre das ja hier diese 40 Euro pro Stück, fällt er zum Beispiel auf 39 Euro, dann sind die ersten Nachfrager da und sagen, hier, ich nehme es. Fällt er noch tiefer, sagen wir mal auf 30 Euro, sind noch mehr Nachfrager da und sagen, oh, jetzt ist es noch günstiger, jetzt bin ich auch da. Also die Anzahl der Nachfrager steigt dann. So, das ist also der Höchstpreis, gerade also so teuer, dass noch kein Nachfrager da ist. Gerade so noch. Sinkt er nur ein bisschen, wären sie da. Mindestangebotspreis ist der Y-Achsenabschnitt der Angebotsfunktion, ich hatte das ja schon gesagt, gerade so der Preis, dass die Anbieter gerade so nicht anbieten wollen, ist gerade so noch zu niedrig. Steigt er nur ein bisschen oberhalb von diesem Mindestangebotspreis, ne, der liegt ja hier bei 10 Euro pro Stück, steigt er meinetwegen auf 10 Euro und 10 Cent, dann wären die ersten Anbieter da. Bei 11 Euro noch mehr Anbieter, bei 15 Euro noch mehr Anbieter und je höher der Preis, desto mehr Anbieter, desto mehr Ware wird angeboten. So, dann noch die Sättigungsmenge. Das ist ja die Menge, wo gerade so die Nachfrage erlischt. Wenn sozusagen 0 Euro für dieses Gut aufgerufen werden, also dass der Marktpreis wäre, selbst dann wäre eben nicht mehr als diese Sättigungsmenge von den Nachfragern aufzunehmen, weil sie einfach gesättigt sind. Sie brauchen nicht mehr davon. Mal angenommen, du ernährst dich nur von Brot. Na, dann bringt dir ein Brot schon mal ziemlich viel. Na, wenn du das am Tag hast. Ein zweites Brot, pff, ja, meinetwegen auch noch. Aber ein drittes Brot wird ja schon krass. Also so viel kannst du ja gar nicht essen. Ein viertes Brot sowieso nicht mehr. Das heißt, der Grenznutzen ist irgendwann null. Das heißt, jede zusätzliche Einheit, die du von diesem Gut dazu nimmst, bringt dir keinen weiteren Nutzen. Und deswegen hörst du irgendwann auf zu konsumieren, selbst wenn du das Brot geschenkt bekommst. Und wenn man das auf die ganze Nachfrage überträgt, dann wäre das die Sättigungsmenge bezüglich des Marktes, bezüglich dieses Gutes. Gut, jetzt nochmal kurz dieses Marktgleichgewicht, was du hier siehst, das ist der Schnittpunkt zwischen PN und PA. Dazu habe ich hier nochmal die beiden Koordinaten, die ich dir vorhin schon erklärt habe, reinkopiert und hier nochmal der Satz sozusagen aus dem Lehrbuch zum Abschreiben. Na, also Angebot und Nachfrage trifft hier aufeinander, das heißt Angebotsmenge und Nachfragemenge sind hier bei diesem Preis, nämlich bei dem Gleichgewichtspreis gleich, ist bei keiner anderen Konstellation so, man sagt, der Markt ist geräumt und lässt man den Markt sich selbst finden, also man stört den nicht durch exogene Eingriffe, zum Beispiel staatliche Eingriffe, die sagen, oh, die Milch ist zu billig, die Milch muss mindestens 80 Cent pro Liter kosten, dann wird der Markt gestört. Er kann sein Gleichgewicht nicht ausbilden und er wird irgendwo gedeckelt, er wird abgebremst. Ne? Oder man sagt, eine Wohnung in Hannover darf pro Quadratmeter nicht mehr kosten als 30 Euro. So, dann wäre die Wohnung eigentlich mehr wert. Der Gleichgewichtspreis wäre vielleicht bei 50 Euro pro Quadratmeter. Aber du bremst den staatlich ab und greifst so in diese Marktbildung ein. Und das sind exogene Störungen. Ich erzähle dazu mehr bei den quadratischen Funktionen. Wenn du da mal guckst bei der Marktpreistheorie, erzähle ich da mehr zu, damit ich das hier nicht überlade. Wir wollen ja erstmal reinkommen ins Thema. So, jetzt noch bestimme jeweils den ökonomischen Definitions- und den ökonomischen Wertebereich, PA und PN. Also wir fangen mal an mit PA. Ökonomischer Definitionsbereich, ne, das sind ja einfach die X-Werte, die hier bei PA Sinn machen. Und das fängt immer bei 0 an und geht dann entweder bis zur Kapazitätsgrenze, wenn dann eine laut Aufgabe gegeben ist, oder wenn keine gegeben ist, schreibst du einfach plus unendlich hin, aber immer mit einer runden Klammer. Ne? Weil wenn keine Kapazitätsgrenze da ist, dann können die Anbieter theoretisch unendlich viel anbieten. So, Wertebereich, das sind die Y-Werte, die gemäß des ökonomischen Definitionsbereichs in irgendeiner Form hier auftauchen. So, und da musst du mal gucken, was ist der kleinste Y-Wert, der hier auftaucht. Das ist der hier, ne, beim Y-Achsenabschnitt der Angebotsfunktion. Das ist hier plus 10, das ist der kleinste Wert, deswegen wäre das die Untergrenze dieses WÖX. Und der größte wäre, naja, wenn die nach oben läuft, dann kann theoretisch der Y-Wert plus unendlich sein. Es sei denn, es gibt eine Kapazitätsgrenze. Dann wäre es der Y-Wert zu dieser Kapazitätsgrenze, den du dann finden müsstest. Na, aber ansonsten trägst du da plus unendlich ein. Bei PN geht es ein bisschen leichter. Die Nachfragefunktion, die läuft ja auch zwischen 0 und
Naja, und der Sättigungsmenge, ne? In diesem Bereich läuft sie. Die Sättigungsmenge ist hier 80, also 0 und 80. Und die y-Werte, die in diesem Bereich zwischen 0 und 80 getroffen werden, der minimalste, also der kleinste, der ist ja hier bei der Sättigungsmenge, der y-Wert ist 0. Also immer 0, das ist auch immer so. Und der höchste ist dann hier bei dem Höchstpreis, der liegt bei 40, also zwischen 0 und 40. Musst einfach immer nur gucken bei dem WÖK, was ist der kleinste y-Wert, der von der Funktion getroffen wird, was ist der größte, und so baust du hier dein Intervall zusammen.